Hier ist neu drin. Guck mal, ich stecke mir den Finger hier rein. Der ist sauber, der Finger. Der ist auch nicht mal dreckig, ne? Das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen. Wunderbar, Opel Corsa, kein Schnickschnack drin. Display, 3 Mille, also kriegst du hier quasi für ein Display in einem Golf, kriegst du einen halben Corsa gekauft. Nie glaubt einer den Kilometerstand von so einem Auto. Den Leuten ganz einfach gesagt, ja, Reifen sind 6 Jahre alt, die müssen neu. Was macht der Kunde? Kauft neue Reifen. Heute Gebrauchtwagenvorstellung Opel Corsa D, Baujahr 2011, 30.000 Kilometer gelaufen, erste Hand, lückenlos Checkheft gepflegt, Das wollen wir euch heute etwas näher bringen, heute mal etwas anders die Gebrauchtwagenvorstellung als sonst. Ihr seht sonst immer fertig aufbereitete Fahrzeuge und heute zeigen wir euch mal ein Fahrzeug, was noch nicht, sag ich mal, fertig aufbereitet. Das Auto ist gewaschen, gesaugt. Mehr haben wir aktuell nicht gemacht. Und wir zeigen euch heute dann mal anhand dieses Fahrzeugs, wie so ein Auto dann halt aussieht, wenn es noch nicht aufbereitet ist. Also hier oder da haben wir den einen oder anderen Kratzer. Scheinwerfer sind noch nicht ganz so schön. Die werden von uns immer aufpoliert. Und das gehe ich heute mal komplett mit euch durch. Aber um euch natürlich nahe zu bringen, dass es vom Grund her, auch wenn der ein oder andere Kratzer an dem Fahrzeug jetzt ist oder die ein oder andere Gebrauchsspur an dem Fahrzeug ist, ist es trotzdem unserer Meinung nach ein gutes Auto und wir haben das Auto natürlich aufgrund der Eckdaten gekauft, aufgrund der außergewöhnlich guten Eckdaten. Das ist natürlich Gebrauchtwagenmarkt, glaube ich, gerade im Kleinwagenbereich aktuell schwierig, halt ja auch so ein Auto zu finden. Ne? Ich denke mal, werden wir jetzt auch nicht Probleme haben, das Auto hier zu verkaufen, weil, wie gesagt, aus dem eben genannten Eckdaten. Wir gehen zu Anfang ganz kurz auf die Eckdaten ein, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir haben ein, also wir haben 2011er Auto, 30 gelaufen, Abgasnorm Euro 5 mit dem 1,2 Liter Motor mit 69 PS. Also sprich das ideale Anfängerauto eigentlich, was einigermaßen günstig im Unterhalt ist. Also sprich Spritverbrauch wenig, weil 1,2 Liter Motor, kein Dreizylinder, Vierzylinder, worauf viele mittlerweile Wert legen, weil viele sagen, der Dreizylinder ist scheiße. Meine Meinung ist dazu, wir haben da oben, kannst du mal kurz einen Schwenk machen, noch einen älteren Corsa, 4-Facelift, ich glaube 6er oder 7er Auto mit einem Dreizylindermotor, läuft auch. Also die Dinger wurden gebaut seit Corsa B, seitdem ich bei Opel damals gelernt habe. Klar hat der Motor seine Macken, jeder Motor hat seine Macken, auch einen VW Dreizylinder, Vierzylinder, einen Ford EcoBoost aktuell oder sonst irgendwas, die haben alle Probleme. Ne? Von daher kann man nicht grundsätzlich sagen, dass ein Opel Dreizylinder eigentlich schlecht ist. Ich finde immer gut bei diesen Autos mittlerweile, da der Motor ausgereift ist, auch der Dreizylindermotor, jede Werkstatt kann den reparieren. Ersatzteile für die Fahrzeuge gibt es immer, ne? Du fährst halt nicht in so einen außergewöhnlichen Kran. Du fährst halt das Standardauto, was jeder in der Werkstatt einigermaßen günstig noch reparieren kann. Sei es die Steuerkette, sei es die Kopfdichtung oder sonst irgendwas, was halt bei hoher Laufleistung kaputt geht. Die Probleme haben wir übrigens bei unseren Fahrzeugen hier nicht. Aus dem einfachen Grund, weil die Dinger bei uns nichts gelaufen haben. 49 gelaufen, glaube ich. Und ja, hier halt aktuell 30.000 gelaufen, lückenlos Checkiff gefleckt. Wenn so ein Auto natürlich dann irgendwann mal 150.000 Kilometer gelaufen hat, geht vielleicht auch mal eine Kopfdichtung kaputt, geht eine Steuerkette lang, geht die Steuergehäusedichtung kaputt, geht der Öldruckschalter kaputt, muss vielleicht mal eine neue Kupplung rein oder was weiß ich was. So, jetzt zu diesem Fahrzeug. Also, habe ich ja gerade schon gesagt, heute unaufbereitet. Dann können wir mal ganz kurz zeigen, wie die Scheinwerfer aussehen. Wenn du mit der Kamera mal etwas näher dran kommen möchtest, sieht man, die sind etwas angelaufen. Die werden bei uns natürlich jetzt noch vor Verkauf aufpoliert. Dazu gibt es auch ein ganz tolles Video, wenn ihr selber diese Probleme an einem Fahrzeug von euch habt, was ihr aktuell fahrt, verlinke ich euch das mal, ich glaube hier oben, blende ich euch ein, haben wir ein ganz tolles Video zu gemacht, was bei uns auf dem Kanal aktuell das beliebteste Video ist und das Set funktioniert gut. Scheinwerfer sehen danach aus, ich will es nicht sagen wie neu, aber in einem sehr guten Zustand. So, dann gehen wir weiter. Fahrzeug ist mit Alufelgen in 15 Zoll ausgestattet. Nichts Wildes, Original Opel Alufelge, Dunlop Reifen drauf, das sind die Reifen, die ab Werk drauf gekommen sind. 11er Auto, 11er Reifen, hat natürlich 30 gelaufen. Ist immer Ermessenssache, wir lassen die Autos so stehen, um natürlich auch den Kunden, das was du mal sagst, natürlich auch nachzuvollziehen, weil nie glaubt einer den Kilometerstand von so einem Auto. Und anhand der Reifen, weil die jetzt natürlich auch aus 2011 sind, kann man natürlich sehen, wie weit das Auto mit 2011er Reifen gelaufen ist. Hätte das Auto jetzt 100 oder 150 gelaufen und wäre 50, 60, 70.000 Kilometer zurückgedreht, würde der erste Reifen auf der Felge natürlich nicht so aussehen. Du kannst mal das Profil filmen. Also das sind gute 5 bis 6 mm. Und dazu gibt es natürlich einen Satz Winterreifen. Natürlich auch nicht mit neuen Reifen. Reifen
ist immer so ein schwieriges Thema. Die Leute, die bei uns wollen, neue Reifen haben, Allwetterreifen haben, in der Regel rüstet das Sonnenauto rum auf Allwetterreifen, ist bei uns möglich, kann man mit uns drüber sprechen, ist überhaupt gar kein Problem. Also die Möglichkeit besteht natürlich bei uns und jeder hat dann eine andere Auffassung. Also den Leuten wird immer beigebracht, Reifen dürfen maximal 7 Jahre alt sein oder 8 Jahre alt, ich weiß gar nicht, 6 Jahre alt sein. Das ist eine Empfehlung, es ist aber nicht gesetzlich irgendwo geregelt. Also mit dem Auto, mit den Reifen zum TÜV fahren, bekommt das Auto ganz normal 2 Jahre TÜV. Also es ist nicht irgendwie gesetzlich geregelt, dass man nach 6 Jahren irgendwie Reifen neu drauf machen muss, weil die Reifen sind nicht porös, das Profil ist nicht abgefahren, die Reifen sind nicht innen abgefahren oder sonst irgendwas, kann man ganz normal fahren. Also ist immer so ein bisschen Irrglaube und wird den Leuten beigebracht bei Autobild, ADAC, tralala, was weiß ich was, wo die Leute da darauf aufmerksam gemacht werden. Und natürlich in vielen Werkstätten, muss ich natürlich auch dazu betonen, Werkstätten, gerade größere Ketten, ich will jetzt hier keine Namen nennen, müssen natürlich verkaufen. Und dann wird den Leuten ganz einfach gesagt, ja, Reifen sind 6 Jahre alt, die müssen neu. Was macht der Kunde? Kauft neue Reifen. Geld ausgeben, ne? Obwohl die Reifen jetzt hier noch wunderbar sind, die kannst du noch fahren, bis sie runter sind. Machen keine Geräusche, ich bin mit dem Auto gefahren oder sonst irgendwas, funktioniert alles wunderbar. So, genug zu den Reifen. Wir gehen weiter auf den optischen Zustand des Fahrzeugs ein. So, also hier haben wir ganz kleine, grobe Parkplatzkratzer, die von uns noch wegpoliert werden. Das kriegst du wegpoliert. Wir gehen mal weiter, wir haben hier unten einen leichten Kratzer, der wird noch wegpoliert. Wir haben hier in dem Türbereich, kriegst du das auf die Kamera, sieht man das? Ja, vielleicht mal ein bisschen von der Seite halten oder von hier mal versuchen. Ja, ist halt Silber. Ne? Also von den Fingernägeln, diese Kratzer hier in diesem Türbereich sind hier ein bisschen drauf. Die werden schön gemacht. Das Plastik wird ringsherum bei uns noch so ein bisschen schön gemacht. Wir haben hier einen leichten Kratzer an dem Seitenteil, den kriegst du wegpoliert. Der ist oberflächlich im Klarlack drin. Dann gehen wir ganz kurz auf das Heck ein. Hier haben wir auch noch was. Guck mal, Radlauf. Kriegst du alles weg. Ja. Sieht für euch auf der Kamera scheiße aus. Gehst du mit Maschine drüber, mit Politur drüber, mit Schleifpolitur, ist das alles schick. Also ist alles instand zu setzen. So, Kofferraum. Kofferraum, doppelter Ladeboden, zeige ich euch hier. Ne? Also so sieht der Kofferraum aus. Dann hast du hier einen doppelten Ladeboden. Das Teil kann man rausnehmen, wenn man es nicht braucht. Und wir haben unten drunter, zeige ich euch nicht, das kann man hier sehr gut sehen, haben wir ein vollwertiges Reserverad, was es heute auch fast nicht mehr gibt. Ne? Deswegen ist das Werkzeug halt auch hier drin mit dem Wagenheber, allen Schnick und Schnack. Ja, das war es eigentlich zum Kofferraum gewesen. Ist halt ein Corsa-Kofferraum. Ne? Ist nicht überwiegend groß oder auch nicht klein. Gibt Fahrzeug. Der Wagen ist ja groß. Für einen Kleinwagen ist er groß. Wir machen mal ganz kurz hier einen Schwenk. Es gibt natürlich auch Kleinwagen, wie bei dem hier. Ist der Kofferraum noch mal die Hälfte kleiner. Also hier passt 2 Kisten Wasser rein, ist der Kofferraum voll. Also kriegst du im Corsa mehr rein, da hast du natürlich recht. So, wir gehen weiter rum. Ausstattung hat das Fahrzeug nicht viel. Und ich sage immer, so ein Auto, was keine Ausstattung hat, was wir ja sehr oft hier verkaufen, Picanto, Fiesta, Meriva, Fiesta, Hyundai i10, hinten noch ein Corsa in der Ecke. Das sind alles einfache Autos, die kein Sonderschnickschnack, Elektrokram im Auto haben, was alles eigentlich nicht kaputt gehen kann. Deswegen verkaufen wir die Autos auch so gerne. Bei uns natürlich in erster Linie aus dem gewährleistungstechnischen Grund. Ich sage da immer als Gebrauchtwagenhändler, das sieht jeder natürlich auch so ein bisschen anders. Große Autos mit viel Technik drin, viel Probleme. Wenig Autos, oder nicht wenig Autos, kleine Autos, kleine Probleme. Was haben wir dieses Jahr an Garantiefällen gehabt? 3, 4, 5 Stück. Haben wir euch auch gezeigt. Wir hatten eine Meriva mit einem Fensterheber, Kindergarten. Wir hatten letztens eine Kundin mit einem Corsa, mit einem Öldruckschalter, der 6 Euro kostet, der ist kaputt gegangen. Wir hatten dieses Jahr, ich glaube, einen Klimakompressor dabei, bei einem Auto. Ja, auch bei einem Meriva, da gibt es auch ein Video drüber, wo wir die Magnetspule vorne ersetzt haben, die 15 Euro kostet. Das sind alles Sachen bei uns, die halten sich echt in Grenzen. Ne? Also, wie gesagt, verkaufst du hochwertige Autos mit viel Schnickschnack drin, hast du natürlich als Gebrauchtwagenhändler immer im Nachhinein, ich sag's mal vorsichtig ausgedrückt, die Arschkarte, weil Sachen halt kaputt gehen. Ich kenne das aus meinem Auto oder du auch aus deinem Auto. Die haben ein bisschen mehr Schnickschnack drin, weil wir natürlich viel fahren. Wir fahren hier, können wir mal kurz zeigen, hier aktuell auch nichts Neues. Die sind auch schon 10 Jahre alt, die Autos. Ich fahre einen 2010er E61 und du fährst aktuell einen 2012er F11, die für meine Verhältnisse schon relativ viel Schnickschnack drin haben. Also ich hätte Kopfschmerzen als Autohändler, solche Autos zu verkaufen, ganz ehrlich. Also mein Auto hat 230.000 Kilometer gelaufen. Habe ich gekauft mit 220.000 Kilometern. Habe selbst grob 1.500, 2.000 Euro nur Ersatzteile selber geschraubt,
Sachen repariert, die jetzt angefallen waren, wo ich das Auto gekauft habe. Und das macht halt kein Gebrauchtwagenhändler. Ne? Du kaufst halt als Gebrauchtwagenhändler kein Auto, schraubst da 2000 Euro rein, damit du es verkaufen kannst. Und so ein Auto genauso. Und dann geht dir hier ein Steuergerät flöten, läuft jetzt das Panoramadach, das Wasser voll mit Autos, schießt dir ein Steuergerät, dann stehst du da. Ne? Panoramadach klemmt, geht kaputt, irgendeine Schiene bricht raus oder sonst irgendwas, stehst du da. Was willst du da als Gebrauchtwagenhändler machen? Deswegen wir, wunderbar, Opel Corsa, kein Schnickschnack drin, keine großartigen Steuergeräte drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Autos immer laufen, aber diese Autos sind halt für gewisse Sachen wie solche Autos. Und ich sage, hier sprechen wir von unseren eigenen auch schon von Autos, die 10 Jahre alt sind. Elektroautos oder die ganz neuen Autos nochmal ein ganz anderes Problem. Ich sage, in Richtung Gewährleistung kann ich mal ganz kurz eine Sache erzählen von meinem Bruder. Fährt ein 7er Golf. Baujahr 2018, 2019 mit so einem Schickimicki-Display in der Mitte, wo man so, ne, Touch, links und rechts, hoch, runter und zur Seite, wo die Klimaanlage drüber geregelt wird und der ganze andere Kram von dem Auto. Display war kaputt. Display, Pixelfehler, der ein oder andere kennt es aus dem Handy, ne, wenn so ein Pixelfehler in dem Handy ist, kannst du den ganzen Touchkram nicht mehr bedienen, brauchst ein neues Handy. Und, ne, was brauchst du im Auto? Du brauchst ein neues Touch-Display, also das ganze, die ganze Einheit. Mein Bruder hat an der Stelle Glück gehabt, hat die Garantie übernommen, weil das Auto ja halt nicht alt ist und der damals eine Zusatzgarantie bei einem VW-Autohaus mit abgeschlossen hat, die hat den ganzen Kram übernommen. Und dreimal dürft ihr raten, was dieses Display gekostet hat. Ich denke mal, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die ganze Aktion hätte, wenn er selber hätte bezahlen müssen, 3 Mille gekostet. Ne? So, jetzt überlegt ihr mal, Preis sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, kann ich dann an der Stelle schon mal nennen. 6.500 Euro für das ganze Auto. Und mein Bruder bei einem Golf 7 Display 3 Mille, also kriegst du hier quasi für ein Display in einem Golf, kriegst du einen halben Corsa gekauft. Das mal so zur Überlegung, wenn man sich ein Auto kauft. Ne? Also wie gesagt, das ist so unsere Philosophie, wonach wir hier arbeiten. Jetzt zeige ich euch den Motor. Genug gebabbelt, wir sind wahrscheinlich schon wieder bei 10 Minuten und ich habe euch noch gar nichts vom Auto gezeigt. 13? Ja, ich hoffe trotzdem, dass es für den einen oder anderen interessant ist, wie wir hier arbeiten und euch halt auch mal ein Auto zu zeigen, was jetzt ja noch nicht fertig endaufbereitet ist, sag ich mal. So, wir haben bei dem Fahrzeug keine Motorwäsche gemacht. So sieht der Motorraum nach 30.000 Kilometern und 11 Jahren aus. Zig Ölwechsel gekriegt. Ich zeige euch gleich noch das Scheckheft. Das Scheckheft ist durchgestempelt bei Opel, wo ja jeder immer geil drauf ist. Ne? Da muss ja nicht woanders durchgestempelt werden dürfen. Das muss bei Opel durchgestempelt werden, weil Opel natürlich viel besser arbeitet als eine freie Werkstatt. Ich komme aus der freien Werkstatt, also ich habe bei Opel gearbeitet und ich habe in der freien Werkstatt gearbeitet. Ich habe bei Opel den Ölwechsel genauso gemacht wie in der freien Werkstatt. Deswegen weiß ich nicht, wieso immer so viele da geil drauf sind, dass ein Stempel von Opel oder von VW da drin ist. Weißt du's? Ne? Der einzige Nachteil ist immer, wenn du nach Opel fährst, du zahlst halt mehr für den Ölwechsel als wie in der freien Werkstatt. Aber viele Leute wollen das halt. So, da sehen wir hier auch schon, ne? Schöne, teure Batterie von Opel drin. Ne? Hat halt nicht eine Warte, eine freie Werkstatt oder sonst was gereicht. Muss halt die gute, originale Opel-Batterie für viel Geld in so ein Auto, damit das Auto anspringt. So sieht das aus. So, der Behälter scheint irgendwann mal erneuert worden zu sein. Das hat man heute bei den verschiedensten Fahrzeugen. Die werden halt mal undicht, dass irgendwie so eine gepresste Naht irgendwie aufgeht oder so. Weiß ich nicht. Also der sieht relativ neu aus. So, ich reiß mal den Öldeckel hier auf. Kein Schmand oder sonst irgendwas dran. Da fragen uns die Leute immer, verlieren die Autos Öl? Wie sieht das unter dem Öldeckel aus? Die Leute gucken da rein. Könnt ihr gerne vorbeikommen, reingucken. Hier ist neu drin. Guck mal, ich stecke mir den Finger hier rein. Ne? Der ist sauber, der Finger. Der ist auch nicht mal dreckig. Ne? Das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen. Viele denken ja, die Gebrauchtwagenhändler verkaufen nur Müll und der letzte Dreck und keine Ahnung was. So, was zeige ich euch noch? Öl, Motoröl. Ich denke mal, viele von euch kennen nur schwarzes Motoröl aus dem Motor. Jetzt zeige ich euch mal was, wenn so ein Ding lückenlos durchgestempelt ist. Ha? Ist das schwarz? Ist nicht schwarz. Das ist durchsichtig. Ne? Das kommt natürlich halt dadurch zustande, dass das Ding, obwohl es nur 30.000 Kilometer gelaufen hat, jedes Jahr bei Opel den Ölwechsel mit 5W30 oder 5W40, können wir gleich mal schauen, bekommen hat, dann kommt sowas zustande. So, und jetzt nochmal die Frage an euch, was wollt ihr noch Besseres an Gebrauchtwagen kaufen? Ich weiß es nicht. Das ist so das Optimale, was man eigentlich so im Kleinwagenbereich dann kaufen kann. Besser geht nicht. So, soll ich dem Motor noch was erzählen? 69 PS, 1,2 Liter, Steuerkette, ne? Kein Zahnriemenwechsel, das, was viele Leute immer wissen will. Obwohl ich kein Freund von der Steuerkette unbedingt bin,
weil halt eine Steuerkette sich lenkt. Ne? Viele sind immer im Glauben, eine Steuerkette kann nicht kaputt gehen, weil es halt eine Kette ist. Aber eine Kette kann sich heute lenken. Das ist, denke ich mal, vielen euch da draußen auch bewusst und bekannt. Und damals gab es halt, wie bei diesen 1,6er Merivas hier mal einstehen, die haben einen Zahnriemen drin, da weißt du genau, du hast ein festes Wechselintervall. Wenn das eingehalten wird, hast du mit dem ganzen Kram kein Theater. Und ganz ehrlich, bei den Zahnriemen, die es heute gibt und bei den Wechselintervallen, ist bei vielen Fahrzeugen heute die Kette eher lang, als die ein Zahnriemenwechsel fällig ist. Von daher frage ich mich, was ist der Vorteil einer Steuerkette? Und mit dazu kommt, ist, dass in der Regel ein Steuerkettenwechsel teurer ist als wie ein Zahnriemenwechsel bei einem stinknormalen Auto. Ausgenommen diese ganz neuen tollen Riemen, die heute in Öl laufen. Die gibt es ja heute auch bei Peugeot, Ford, Renault, Ford, EcoBoost. Du hast zwar ellenlanges Wechselintervall von, weiß nicht, 200.000 Kilometern oder so. Aber kippst du einmal, was ja viele auch nicht wissen, das falsche Öl da rein, geht dir der Riemen flöten. Von daher weiß ich nicht, was der ganze Schwachsinn soll. Aber ist auch egal, das ist ein anderes Thema. So, Haube zu, zeig mal noch ein bisschen Innenraum. Willst du dich auf Beifahrerseite reinschmeißen? Ah, wir zeigen hier noch ein bisschen was. Ich habe euch die Beifahrerseite noch nicht gezeigt. Wo viele dann immer bei uns vorbeikommen und meckern und sagen, oh, guck mal, da ist ein Kratzer. Seht mal, hier ist ein Kratzer. Den kriegen wir aber weg. Den kriege ich mit dem Finger schon fast weg. Guck mal. Ha? Gut? Mhm. So, weiter geht's. Die Tür ist bei dem Fahrzeug eigentlich so das Schlimmste. Ich weiß nicht, inwiefern du das rauskriegst. Wir haben hier einen leichten Kratzer, 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 wir haben hier einen leichten Kratzer. Also die Tür, wenn wir die poliert haben hier mit unseren Möglichkeiten, wirst du eigentlich auf der Tür fast keinen Kratzer mehr sehen. Und ganz ehrlich, das sind bei einem 11 Jahre alten Auto halt Gebrauchsspuren, die halt da sind, die jedes Auto hat. Mein Auto hat Gebrauchsspuren, dein Auto hat Gebrauchsspuren. Selbst wenn du dir ein Auto heute neu kaufst, hast du nach 2 Jahren Gebrauchsspuren, eine Beule oder einen Kratzer daran. Ist halt so. Ich weiß auch nicht, wieso sich der Endkunde an sowas immer in Anführungsstrichen aufhängt und dann anfängt hier zu meckern, da ist eine Beule, ist ein Auto. Das steht bei Wind und Wetter draußen, im Winter, im Sommer drauf, im Herbst drauf, wenn es regnet wie Hulle. Du fährst jeden Tag mit dem Auto draußen auf der Straße rum, du fährst 150 damit über die Autobahn. Ist klar, dass da eine Beule und Kratzer reinkommt. Ne? Ist halt so. So, schmeiß dich mal rein. Innen komplett dunkel gehalten. Ich würde sagen dunkelgrau bis schwarz. Sitz, Beifahrersitz, höhenverstellbar. Das ist ja Sonderausstattung in einem kleinen Wagen. Das hast du ja so gut wie nie. Ich mach dir den Sitz mal runter. Du bist ja relativ groß. Schmeiß dich mal rein. Also, zur Ausstattung. Mechanisch, nicht elektrisch, kann nicht kaputt gehen. Fahrer- und Beifahrersitz, mechanisch höhenverstellbar. Lenkrad, ne? Nicht wie in unserem Auto. Bei unserem Auto ist elektrisch verstellbar. Hat ein Kumpel von uns auch so ein Auto, der hatte das kaputt. Was hat er gekostet? 600 Euro, weil die Lenksäule elektrisch verstellbar ist. So, hier machst du einen Hebel los, das ist mechanisch. Guck mal. Rein, raus geht auch. Rein, raus geht auch. Komplett mechanisch. Das kann nie kaputt gehen. Ich weiß doch nicht, wieso man sowas heute in Autos elektrisch einbaut. Wann benutzt du das, wenn du jeden Tag mit deinem Auto fährst? Ich nicht. So, Ausstattung. Ich komme mal rein. Wir haben ein Leder-Multifunktionslenkrad. Schaut mal. Ha? Also schön in Leder. Über diese Tasten kann man das Radio bedienen, fernsteuern, wie auch immer, keine Ahnung. Also ich habe das auch bei mir im Auto. Das sind alles immer so Sachen. Mal ganz ehrlich jetzt, das könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Gibt ja Leute von euch, die schon lange Auto fahren. Also ich bin so, wenn ich an meinem Auto jetzt fahre und ich muss lauter oder leiser machen. Wo machst du es lauter oder leiser? Am Radio, oder? Ich am Lenkrad. Ja, ich mach's am Radio leiser. Musst du aber zwingend diese Tasten im Auto haben? Und mal ganz ehrlich, bei einem aktuellen Auto sind die Tasten so überladen mit allen möglichen Kram. Du weißt doch gar nicht mehr, was du alles damit machen sollst. Hier geht's ja noch, hier kannst du lauter leiser machen, die Sender umstellen, das war's gewesen. Aber gefühlt heute in einem modernen Auto kannst du über das Lenkrad das komplette Auto ja steuern. Weiß ich nicht. Also wird wahrscheinlich keiner, der ein modernes Auto fährt, wird wissen, was mit den Lenkradtasten alles zu tun ist. Ne? Und diese Anleitung hier, ganz ehrlich, haben wir die dabei? Ja. Selbst Bordbuch in einem Corsa, in einem stinknormalen Corsa, wo nichts drin ist. Wo haben wir es hier? Infotainment, nur für das Radio. Schaut mal, wer liest sich das durch? Dann kannst du dir vorstellen, bei einem aktuellen Auto, wie viele Funktionen so ein aktuelles Auto hat. Hier, nur über das Auto. Soll ich mal schauen hier, wie viele Seiten haben wir? Über 200 Seiten. Wer von euch liest sich das durch, ne? Und wer von euch macht das bei einem neuen, modernen Auto? Eigentlich wahrscheinlich keiner, ne? Und wenn irgendwas ist, jetzt schellt sogar unser Telefon, soll man nicht schillen, lass mal schellen, rufen wir gleich zurück.
Wo war ich stehen geblieben? Radio, ganz normales CD30 MP3. Kannst du eine CD reinstecken, die heute keiner mehr nutzt. Radio ist umzurüsten. Auf Bluetooth kann man machen, damit man das mit dem Handy verbinden kann. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Müsst ihr mal schauen bei uns auf dem Kanal. Wir haben ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Wir haben eine super tolle mechanische Klimaanlage hier drin, wo das Display nicht kaputt gehen kann, wo in dem Display kein Steuergerät drin ist, wo ganz einfach funktioniert, An- und Ausschalter. Ganz einfach, geht in der Regel nie kaputt. So, Kilometerstand, dazu nehme ich mal die Kamera, zeige ich euch, damit ihr uns das auch glaubt. Zoome ich mal hier schön, 29.766 Kilometer. So, dann schaut mal, wir haben sogar noch fast einen halben Tank hier drin. Heute auch nicht mehr üblich, ne? Also bei uns auch schwierig. Wir haben früher mal Autos gehabt, die waren sehr oft halb oder fast voll getankt. Hast du heute fast gar nicht mehr. Ja, ganz normal hier, funktionsmäßig gibt es bei dem Fahrzeug eigentlich nicht weiter irgendwas großartig zu sagen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Elektrische Fensterheber, elektrisch verstellbare Außenspiegel haben wir. Das ist so die Grundausstattung in einem Opel Corsa. Ne? Aber Auto fährt ganz normal, du kannst dich ganz normal damit auch ohne Elektroschnickschnack auf der Straße fortbewegen wie ein neues, modernes Auto. So, jetzt zeige ich euch noch das Scheckheft und den Fahrzeugbrief. Weil viele können sich ja auch nicht vorstellen, dass so jemand mal ein Auto neu gekauft hat und jetzt erst nach 11 Jahren verkauft hat. So, darauf gehe ich jetzt mit euch ein. Passt das so vom Licht? Das ist der Fahrzeugbrief zu dem Corsa hier. Und ihr könnt hier sehen, das Fahrzeug hat vor diesem Besitzer, den ich hier aus Datenschutzgründen mit dem Scheckheft verdecke, 0 Vorbesitzer. Also sprich, das Fahrzeug ist aus erster Hand. Ja, so, Scheckheft, Scheckheft. Wie soll man Scheckheft filmen? Wo willst du stehen? So? Ich zeige das den Leuten, die müssen das ja sehen. Das ist das Gleiche, wenn wir den Leuten am Telefon erzählen, das Auto hat 30.000 Kilometer, dann glaubt ja auch keiner. Deswegen zeige ich euch das jetzt einzeln. So, passt auf. Erster Service 2012 bei 3.400 Kilometern, Öl 5W30. So, schaut mal hier. Dann 2013, 14, 15, 16, 17, 18 eine Inspektion bekommen. Ne? Kilometer 7.000, 12.000, 15.000, 18.000, 21.000, 24.000. Aber gefühlt alle 3.000 Kilometer mit Ölwechsel 5W30. Weißt du, was alleine Ölwechsel für diese ganze Inspektion gekostet, oder was diese ganzen Inspektionen gekostet haben, wie viel Öl in 30.000 Kilometern da durchgegangen ist? Viele Fahrzeuge haben einen Wechselintervall für den ersten Service bei 30.000 Kilometern. Dann fährt das normale, aktuelle Auto zur ersten Inspektion. Und vor 60.000. Wie vor 60.000? Ja, echt? Ja, Katastrophe. So, geht noch weiter. Guck mal. Nächsten Inspektion. 19, 20, 21, 22 fehlt. Jetzt kann der eine von der andere Schlaumeier von euch natürlich da draußen sagen, Auto ist nicht lückenlos Scheckheft gepflegt, weil der letzte Stempel fehlt. Ne? Wenn du der Meinung bist, dann ist das so, war ein Sprachfehler drin. Und alles durchgestempelt mit 5W30, mit dem besten vom besten Öl. So, jetzt sagt mir mal, was schlimm ist oder was ihr eher kaufen würdet. Würdet ihr eher ein Auto kaufen, was technisch in einem 1A-Zustand ist, was aus erster Hand ist, was lückenlos Scheckheft gepflegt ist, was dafür aber eine Kratzer, eine Beule, die Scheinwerfer nicht so schön, von innen vielleicht irgendwas abgegrabbelt ist oder so. Oder würdet ihr lieber ein Auto kaufen, wo kein Scheckheft dabei ist, was mehr Kilometer gelaufen hat, wo neue Reifen drauf sind, was dann 100.000 Kilometer gelaufen hat, was aber optisch makellos ist. Also ich bin dafür, meine Meinung ist da als Gebrauchtwagenhändler, lieber ein Auto, was eine Beule, einen Kratzer hat, wo die Scheinwerfer nicht schick aussehen, wo die Reifen von mir aus 10 Jahre alt sind, aber wo du ein lückenlos Scheckheft gepflegtes Auto hast aus erster Hand, was technisch 1A ist. So, das war es jetzt eigentlich auch gewesen. Preis für dieses Fahrzeug sind 6.499 Euro. Link für das Fahrzeug packe ich euch unten rein. Telefonnummer blende ich euch jetzt hier nochmal groß ein. Wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Gebrauchtwagen von uns, ruft uns an. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine WhatsApp, könnt ihr machen über die Homepage von uns, die verlinke ich euch auch unten. Und ich würde sagen, das ist es gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video. Daumen nach oben da lassen für das Video, wenn dir das Video gefallen hat und natürlich den Kanal abonnieren. Das war's, ich bin raus, ciao.